Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Adventures of Alundra. Hier ist euer André vom Bauschibären-LP und heute wollen wir uns einmal den lauten Gehämmerer da unten widmen. Ja, in der letzten Folge, ganz kurz noch erwähnt, mussten wir leider von Nadja Abschied nehmen, die diesen Albtraum nicht überlebt hat mit Sarah, aber das könnt ihr ja in der letzten Folge sehen. So. Und noch etwas, ich möchte noch ein paar Ankündigungen machen, aber das denke mal, das werde ich später gleich zukommen. Erstmal gehen wir nach unten und sacken uns den Morgenstern ein. Aber es ist ganz schön laut, das Gamera. Oh, jetzt habe ich ja schon verraten. Genau, Jess, wie gesagt, ist immer motiviert, wenn jemand nicht mehr, wenn jemand sein Ableben gibt, also wenn jemand stirbt, dann inspiriert ihn das zu neuen Waffen. Nadjas Tod hat. Scheiße, jetzt habe ich das vergessen zu lesen. Das tut mir jetzt leid. Ja, da ist eine Morgenstern erhalten. Aber ich habe es schon ein bisschen verraten. Na komm. Jedes Mal, wenn jemand stirbt, Alundra, bekomme ich eine neue Idee für eine Waffe. Ich habe mich noch nie so schuldig gefühlt. Das ist wirklich nicht einfach. Verstehst du, was ich sage? Ich glaube, dass die Ideen für die Waffen ein Geschenk von denen sind, die so schrecklich sterben mussten. Ja, jetzt habe ich leider nicht vorgelesen, was er da gesagt hat. Das erste mit Nadjas Tod. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Ihr könnt jetzt ja lesen. Stand ja eine ganze Weile da. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt diesen Morgenstern. Und der Morgenstern ist sehr nützlich. Natürlich kann man damit super Monster bekämpfen. Ein Nachteil ist jedoch, es kommen die Gegner schon, sag ich mal, sehr nah ran an euch. Zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt schon in dem Bereich, wo jetzt zum Beispiel Chess steht, trifft der Morgenstern nicht wirklich. Also, er schießt zwar, aber er trifft nicht den Gegner. Und, sag mal so, wenn der Gegner sich in der Spanne dieser Kette befindet, also in diesem Abstand, dann trifft der Morgenstern irgendwie nicht und der Gegner kann euch schaden. Oder mal angenommen, der Gegner steht etwas leicht schräg. Ja, ist halt der Morgenstern, sag ich mal, ziemlicher Nachteil. Vorteil natürlich, man kann sich die Gegner ein bisschen auf Abstand halten, man muss nur genau auf sie zielen. Aber man kann ja mit dem Schwert, also was heißt, wenn jetzt der Gegner näher kommt, dann aufs Schwert umwechseln. Und mit dem Schwert, wie ihr seht, holt er ja von links nach rechts Schwung und man hat einen gewissen Radius, in dem man seine Feinde besser treffen kann. Also man muss da wirklich sehr hin und her wechseln. Also als Tipp von mir. Das werdet ihr aber, denke ich, auch im nächsten Dungeon sehen. Wir werden uns jetzt aber nicht, also jetzt noch nicht gleich mit der Geschichte weiter befassen, sondern wir wollen erstmal noch was ganz anderes machen. Wir haben ja jetzt den Morgenstern. Und werden uns erstmal ein paar Sachen auf der Karte holen. Dafür haben wir ja diesen tollen Morgenstern. So. Wechseln wir erstmal zum Morgenstern. So. Wollen wir einmal hier lang? Genau zur Kohlenmine hoch wieder, aber wir wollen nicht in die Kohlenmine, die ist ja uninteressant jetzt für uns. Wir wollen stattdessen hier hoch. Wir können jetzt nämlich zum Beispiel zum einen das da wegkloppen. Und gucken, ich glaube hier oben gab es noch was. Natürlich immer gleich Unkraut beten, denn wir brauchen auch eine ganze Menge Geld. Sehr bald sogar. Denn wir wollen uns wieder ein paar gewisse Items kaufen. Gegenstände, die, denke ich mal, sehr nützlich sind. Ach, das ist einer von denen. Jetzt muss ich mal nachgucken, wie sie heißen. Wartet, ich gucke mal ganz kurz nach. Wo habe ich's? Immer so, wenn man was rumwühlt. Genau. Diese Ogre, ähnlich aussehenden Viecher oder Orks, wenn man so will. Das sind Cracks übrigens. Da kann ich ja gleich mal den Morgenstern dran demonstrieren. Seht ihr? Er trifft mich nicht mit seiner Axt, also wenn die Gegner etwas weiter wegstehen, ist es schon sehr praktisch, dieser Gegenstand.
Wir gehen mal jetzt hier hoch. Das Diamantenwappen. Dazu kommen wir später. Ist jetzt für uns noch nicht relevant. Jetzt zumindest noch nicht. Ja, seht ihr, das ist ein bisschen Nachteil. Na komm. Ja, hier oben ist auch nichts mehr. Mal gucken, wo es jetzt hier lang geht. Ich weiß, dass es hier noch ein paar Sachen gab, ganz gute, die wir im Spiel gebrauchen können. Magiska, Dorf von Inuasee. Ja, Magiska müssen wir später noch hin. Man könnte es auch später einsammeln. Das ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch, aber zum Spiel hat man noch ein Heilkraut. Ich will ein paar Sachen einfach schon gleich machen, damit ich sie nicht vergesse. Ah, diese Steindinger waren auch noch später wichtig. Habe ich glaube auch schon mal kurz hergezeigt. Was haben wir hier? Ja, Geld, sehr wichtig. Noch mehr Geld, auch gut. Gab es noch irgendwo, wo ich mir nicht sicher bin? Ja, hier zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man da rankommt, so richtig. Muss ich jetzt mal überlegen. Ja, da sieht man, wie nützlich doch so ein Morgensternchen ist. Genau. Also bereitet euch vor, wir werden Minimum, jetzt muss ich mal rechnen, 400... Plus 120 sind 620. Quatsch, 520 Minimum. Ja, so 520 Minimum brauchen, dann noch ein bisschen Geld für was anderes. Ich glaube, es kostet auch so an über die 100. Aber wie viel weiß ich jetzt nicht genau. Naja, das werde ich rausschneiden, wie ich das Geld wieder sammle. Also hier, ich war jetzt hier ein bisschen bei der Schatzsuche hier ein bisschen sammeln. Nee. Hier kommen wir irgendwie auch nicht weiter. Wenn ihr Gegnern ausweichen könnt, mit denen ihr jetzt nicht unbedingt kämpfen müsst, macht's. Weicht's aus. Ah. Das sind auch so sehr blöde Gegner. Na komm, stirb. Genau, da ist noch eine Schatzkiste. Ah, komme ich jetzt aber nicht rein, oder wie? Aha, okay, gut. Nee, da reicht meine momentane Rüstung vielleicht doch noch nicht aus. Na, ein paar Kisten haben wir uns hier eingesackt. Hier könnten wir schon zu Magiska, aber da wollen wir noch gar nicht rein. Jetzt noch nicht. Wird später noch eine Rolle haben. Also Magiska ist ein Schrein, mal nebenbei bemerkt. Wo auch Rumi zum Beispiel beten war für den Wendel. Mal so als Nebenbei-Information. Ist es jetzt nicht wirklich wichtig. Momentan jetzt noch nicht. Ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal das, was wir schon auch holen könnten. Ich glaube, im Süden gab es noch was. Warte, was gab es hier noch? Hier gab es glaube ich auch noch schon was. Wo ich noch nicht sicher bin, ob wir jetzt schon ran können. Na gut, da sagen wir jetzt einmal das Heilkraut hier ein. Ja, und da fehlt uns noch was, um da hochzukommen, um diese Kiste zu nehmen. Merkt euch mal, diese gelben Flächen hier werden noch später eine Bedeutung haben. Aber momentan reicht es noch nicht, um da hochzukommen. Gut, da hätten wir jetzt erstmal zu einem das jetzt hier.
So. Sollten wir jetzt erstmal ein paar wichtige Sachen noch abgeklappert? Oder gut, was heißt wichtig? Das sind Sachen, die könnte man auch später holen. Ich wollte es jetzt nur gleich machen. Obwohl, wir könnten noch. Doch, wir könnten noch, denke ich mal, einmal im Süden gucken und dann wäre ich im Schnitt setzen klein, weil ich dann mir noch ein bisschen Geld einsacke, was wir jetzt aber, wie ich schon angekündigt habe, brauchen werde. Gucken wir einmal noch hier nach Süden. Gab es, glaube ich, auch noch was, was man kaputt machen kann jetzt mit dem neuen Gegenstand. Nee, nee. Nee, momentan noch nicht so. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Stellen, aber da komme ich dann später zurück. Wie gesagt, ich werde jetzt mir eine gewisse Summe Geld einsammeln. Und danach sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder nach einem kleinen Schnitt. Ich habe mir 623 Gulden zusammengerafft mit diesem, nachdem ich eine sozusagen Rasenmäherrunde eingelegt habe. Also nennen wir es mal Rasenmäherrunde. Also ich habe auf dem Feld oben mir genug Geld zusammengeklaut oder wie auch immer. Hab den Trick schon mal hergezeigt, Folge 4, glaube ich, oder so. Ja, auf jeden Fall in einer der früheren Folgen. So, und wenn wir jetzt erfahren wollen, wo wir als nächstes hin sollen, unterhalten wir uns einfach mal mit den Leuten hier im Dorf. Meade. Nessus hat recht. Der Baum, der die Brücke blockiert hat, ist weg. Ich wette, die Mob wollen uns damit in eine Falle locken. Ja, möglich. Sierra. Sibel hört nicht auf, über die Wüste und dich zu reden. Sei so lieb und hör ihr zu, okay? Okay, dann gehen wir mal zu Sibel. Na, erstmal reden wir mal mit ihm hier. Hast du es gehört, Alundra? Na, dann erzähle ich es dir. Kennst du den Fluss Raal östlich vom Dorf? Wir konnten ihn nicht überqueren, weil ein großer Baum die Brücke blockierte. Es klingt unglaublich, aber der Baum ist verschwunden. Jetzt kann ich endlich zum Laden gehen, der nahe an der Klippe des Wahnsinns liegt. Der Besitzer war früher wie ein Vater zu mir. Ich würde gern wissen, wie es ihm jetzt geht. Ja, machen wir noch nebenbei hier ein bisschen. So. Und reden wir mal mit der kleinen Sibyl. Ich weiß, du bist umgeben von einer Sandwüste. Dort bestimmt der Wind die Richtung. Lass dich von den Stürmen leiten. Wenn du auf sie vertraust, wirst du zu einem großen Gebäude kommen, einer heiligen Stätte. Ah, okay, also sie weiß schon ganz genau, wo wir hin müssen. Und das werden wir jetzt machen. Naja, nicht ganz. Wir werden jetzt erstmal, denke ich, jetzt dahin wursteln. Noch ein bisschen was einkaufen und ich werde noch ein bisschen was so zeigen, was es noch gibt. Erstmal, wie wir da hinkommen. Ah, reden wir doch mal mit dem Kleinen hier. Dem kleinen Chefes. Wenn du tatsächlich Lars gesehen hast, dann wird es interessant. Ja. Er weiß also, dass wir Lars gesehen haben. Oder dass wir in seiner Gruft waren. Wie gesagt, er scheint einiges zu wissen, dieser kleine Kerl. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Tot. Nichts mit Flieger. So, das Gebäude mit dieser, also diese Wassermühle ist das übrigens da oben. Da müssen wir noch nicht hin. Wird aber auch später interessant. Gucken wir mal hier zu Tans Anwesen. Da war, glaube ich, auch noch so ein Felsbrocken. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Nee, können wir noch nicht hin. Naja, müssen wir jetzt auch noch nicht. Ich denke mal, 650 müssten reichen für das, was ich jetzt vorhabe. Aber kommen wir hier vielleicht irgendwie rauf? Nein, auch noch nicht. Kommen wir aber sicherlich später noch ran. Oder gibt es schon hier einen Weg irgendwie? Ah, doch, 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 doch. Den gibt es also. Ja, hier rüber kommen wir jetzt, glaube ich, nicht, oder? Ne, da kommen wir nicht rüber.
Das wäre auch nicht gut, wenn wir schon darüber kommen würden. Da ist nämlich auch ein Gebiet, wo wir noch hin müssen. Aber vielleicht nicht so ratsam ist, da jetzt schon hinzukommen. Ja. Okay. Aha. Aha, gut. Habe ich doch noch einen Trick gekriegt, wie man da hinkommt. Ja, ich will die andere Kiste haben. Man hätte auch noch warten können, bis wir eine gewisse Waffe haben, um dieses Unkraut da unten wegzumachen, aber Mensch, ich will diese Kiste jetzt hier. Nochmal 30 Gulden erhalten. Ja, sehr praktisch. Gut, das reicht dann definitiv. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Gut, das reicht dann auf jeden Fall. Da haben wir jetzt alles, was ich wollte. Und da begeben wir uns jetzt ganz schnell über die Brücke, wie gesagt. An die Kiste kommen wir noch anscheinend nicht. Ich denke mal, werden wir später noch rauskriegen, wie wir reinkommen. Hier, Wassermühle, Wüste der Verzweiflung, dunkler Sumpf, Tarns Anwesen. Wir wollen natürlich hier hin. Aber erstmal gehen wir hier hoch. Da gab es, glaube ich, noch was. Wenn man jetzt hier ganz hoch läuft. Ja, genau, hier gibt es noch ein Kistlein. Mal gucken, was hier drin ist. Einen goldenen Falken. Und damit habt ihr jetzt goldene Falken Nummer 9. Ich habe den Nummer 8. Ich konnte ja den einen Falken nicht holen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt den goldenen Falken. Nein, hier noch nicht hin. Ja, ich werde jetzt noch hier jetzt herzeigen, was wir bei Louis kaufen. Dann werde ich erstmal, denke ich, die Folge beenden. Gibt es nämlich einen kleinen Laden, so ähnlich wie der von Naomi. Das hat er ja schon der gute, Juri erwähnt, glaube ich. Juri war's. Fahren's Anwesen, Dorf von Inua. Und jetzt zeigt es nochmal lang, wo es halt lang geht. Die Kisten, die dort sind, werden wir später auch noch holen können. Aber jetzt noch nicht. So. Wie gesagt, kommen wir später noch zu. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, hier gibt es sogar einen Teleporter. Egal. Okay. Machen wir hier noch ein bisschen Unkraut weg. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Geld, was man immer so nebenbei gebrauchen kann. Diese roten Kristalle brauche ich nicht, also sammle ich die jetzt auch nicht ein. Aber das hier können wir immer gebrauchen. Gehen wir einmal hier, lassen wir uns einmal hier reinfallen, einfach hier reinspringen. Ich will jetzt nämlich gucken, ob wir jetzt uns das schon hier wenigstens holen können. Jo, sehr schön. Stärkungselixier, damit haben wir uns auch schon mit dem ausgerüstet und müssen das nicht kaufen. Ist auch sehr praktisch, also sich gut ausrüsten ist jetzt diese, ist jetzt eine wichtige, ist jetzt sehr wichtig. Weil wir, die Wüste der Verzweiflung, die ist gar nicht so ohne. Muss man so auszudrücken. Ja, jetzt ist er irgendwie runtergesprungen. Einfach nochmal hochklettern, nicht irgendwie X drücken oder sowas wie ich gerade. So. Dann besuchen wir mal den gelben Louis. Ich sage jetzt einfach Louis. Ich glaube, er wird anders ausgesprochen. Lorvi. Ach, scheiß Name. Hey, das ist ja eine nette Überraschung. Siehst aus, als hätte ich dich
doch noch einen zahlenden Kunden gekriegt. Easy hat natürlich doch noch einen zahlenden Kunden gekriegt. So. Der ist nämlich ein bisschen älterer Herr. Lorvi. Lorvi. Ach, ich glaube so. Ich spreche jetzt einfach Lorvi aus und gut ist. Willst du jetzt was kaufen oder nur dumm rumstehen? Ja, wir wollen was kaufen. Und zwar wollen wir zu einem das hier kaufen. Das ist eine Lederrüstung für Alundra. Um mal kurz herzuzeigen. Na. Nee, auch nicht. Genau. Wir haben jetzt halt eine Stoffrüstung. Stoffrüstung? Ja, jetzt kommt noch was. Schützt die Kleidung. Ja. Stehen zwar keine Werte jetzt da, aber wir geben. Wir schmeißen jetzt einfach das hier auf den Tresen. Du siehst wirklich alles, mein Junge. Das ist eine Rüstung aus Leder. Wird schon lange nicht mehr getragen. Das ist ein super Knüller für nur 120 Gulden. Dafür ist das Rückenteil nicht mehr ganz in Ordnung. Na, egal, wir nehmen es trotzdem. Täten wir zu einem das jetzt? Oh, vielen Dank. So. Jetzt gehen wir nochmal raus. So. Jetzt kommt er wieder ein, erzählt uns wieder das Gleiche. Ja genau, willst du jetzt was kaufen oder nur dumm rumstehen, sagt er dann immer. Wir laufen dann immer automatisch hier zu ihm, aber wir wollen jetzt natürlich das hier holen, und zwar den nächsten Lebensdiamanten. Ich brauche das Ding nicht mehr, dafür bin ich zu alt. 400 Gulden und das gehört dir. Willst du? Ja, wir wollen. Ein Lebensdiamant. Sehr schön, damit haben wir schon 16 Lebenspunkte. Sehr nützlich. Das dauert noch mal ein bisschen. Du bist jetzt ein echt guter Einkäufer, mein Junge. Hast ein paar gute Geschäfte gemacht. Ah. Ja. Gut, dann kaufen wir uns zwar noch... Was brauchen wir noch? Natürlich so einen hier. Den gibt es zwar auch bei Naomi, aber bei Louis ist das Ganze, Lorvi, ist ein Schlagungsrang kostet dich 12 Gulden. Ja, ist das Ganze immer ein bisschen billiger. Bei Naomi kostet der, glaube ich, 15. Und die Heilkräuter kosten hier auch statt 5, 4 Gulden oder so. Ja. Wir haben um einen, um herzuzeigen, so. Und natürlich den noch, ganz wichtig. Der kostet statt 30 hier 24. Ich wollte das jetzt nochmal so alles herzeigen. Und der hier kostet, glaube ich, 18 Gulden. Ich guck mal nach. 18 Gulden? Ich glaube, 18 kostet der. Ja, können wir jetzt nicht kaufen, weil... Was ist los? Bist du blind? Für sowas hast du gar keinen Platz in deiner Tasche. Nein, das ist so ein bisschen... Ich bin nicht überrascht, mein Junge. Aha. Ja, wie gesagt, also... Ich werde noch 4 Heilkräuter kaufen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und sind wir... Nein, halt. Was ganz wichtig ist, habe ich ja noch vergessen. Wir gehen nochmal raus. Das ist ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Also, man muss es nicht haben. Aber es ist doch schon sehr ratsam und sehr praktisch. Praktischer Gegenstand, den wir uns jetzt noch holen wollen. Und zwar das hier, den kann man immer kaufen bei ihm jetzt. Der Lebensdiamant und die Lederrüstung gibt es natürlich noch einmal. Nein, wir wollen hier nicht drum rumstehen. Und zwar wollen wir noch ganz wichtig diesen Wunderextrakt kaufen. Wundertrank. Oder Wundertrank. Wie war es mit 200 kostet der? Gibt es aber nur bei ihm. Wird es bei Naomi nicht geben. Ihr seht, es kommt wieder zurück. Also den kann man immer wieder kaufen. Und es ist sehr praktisch, wenn man jetzt nämlich... füllt Lebens- und Zauberkraft auf, belebt sofort wieder bei Tod. Das heißt also nicht ich werde ihn nicht in Kampf verwenden, sondern falls ich mal irgendwie doch mal stummerweise sterben sollte, ist das sozusagen meine zweite Chance mit diesem Trank hier. Sollte man sich sehr gut aufheben. Gut, damit war es das jetzt erstmal, was das Einkaufen anbelangt, die zusätzlichen Ausrüstungen, alles. Und ich werde dann noch später 4 Heilkräuter kaufen und
dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also bis demnächst. Tschüss.